Synthetic Solution. Ich würde gerne mal wissen, wie weit wir jetzt sind. Get to Apollo Core. Wir sind jetzt Mission 23 von 30. Ich habe den Eindruck, wir haben ganz viele Syntheten im Chor. Sie sind auf dem Stockwerk über dem Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsystem und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Bitte lassen Sie Gepäck oder Ausrüstung nicht unbeaufsichtigt. Spiele können es mir ruhig auch ein bisschen mehr geben, ne? Und ein Speicherpunkt. Privat. Nichts. Freigegeben. Morgen gemeinsam. Hashtag 3. Morgen gemeinsam. Siegsons Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Zuerst erschien in Auge auf Siegson. Unsere Reise nach Sevastopol. Während sich Siegson für den Aufbruch in den Kolonialweltraum rüstete, befand sich Sevastopol im Bau. Eine Station unvergleichbaren Potenzials im perfekten in perfekter Lage im Weltraum. Zu Beginn war Sevastopol eine zollfreie Zone, gebaut von Lorenz Systech Development und finanziert durch Freunde von Geofund Investors. GoFundMe, wa? Die Eröffnung der Station ging jedoch mit einem Umbruch im Weltraumrennen einher. Jahrelanges Versagen bei der Verwaltung sowie die Umleitung der Flugroute führte dazu, dass Sevastopol die Stilllegung drohte. Glücklicherweise stand Siegson bereit, dieser Station neue Energie zu geben. Wie vielen anderen. Wir erreichten Sevastopol im Jahr 2124, machten sie zum belebten Weltraumdrehkreuz von heute, was auch nicht viel gebracht hat. Gefahreneindämmung. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spedding Ende. Ah, okay, doch. Ich wollte gerade sagen, war das nicht das leere Ding? Aber nee. Boah, wie das hier brummt. Hier ist zumindest scheinbar keiner. Schusswaffen registriert. Das ist doch wohl ein Scherz. Legen Sie Waffen auf dem Sicherheitsförderband an. Unser Menschen- und Synthetenteam dankt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sevastopol-Transitsystems. Ich bin noch gar nicht durchgegangen. Ich hier nicht einfach drüber klettern. Du kannst ja auch ein bisschen anstellen, Ripley, ne? Echt? Siegson und Apollo bedanken sich. Jede Wette.
Aber meine Rohrbomben sind okay. Zugangsfahrstuhl zum Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Meine Rohrbomben, mein Molotow-Cocktail, die EMP-Mine, Blendgranate, Rauchgranate, Elektroschocker, ist alles in Ordnung. Gut. Zugangscode benötigt. Wo kriege ich den denn jetzt her? Untersuchen Sie Schaubilder der Apollo-Verkaufsvorführung. Waste, Damage, Profit. Think on. Keep vigilance for spills. Report them immediately. Krawallmacher. Ich weiß jetzt nicht genau, was das Spiel tatsächlich von mir möchte. Untersuchen Sie die Schaubilder der Apollo-Verkaufsvorführung. Was denn für Schaubilder? Und wo? Einzige Monitor, die funktionieren, sind die hier, aber... Ich sehe da nichts. Huch! Oh, das... Hä? Okay, mal sehen. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken, Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. 4930. Ich muss ihn zuerst abschalten. Das war jetzt für mich aber eher ein Bauplan wie ein Schaubild. Joystick.
schalten Sie den Stromschalter aus. Hier? Ach so, ich muss da oben hin. Ich bin im anderen Raum. Ich war gerade verwirrt. Alter. Ich erschreck mich alles vor den Geräuschen. Etwas stimmt nicht mit Ihren Syntheten. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Brunnenbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht, in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass ich ständig Beschwerde über diese unheimlichen, glatzköpfigen Schweinehunde einlege, aber diesmal kann ich beweisen, dass die nicht richtig verkabelt sind. Ich habe morgen eine Verabredung mit Ihrem Vorgesetzten Spedding und ich werde ihm ordentlich den Marsch blasen. Wenn er Ihnen dann den Marsch bläst, das kommt mit besten Grüßen von mir. So ein arroganter Zausel. Was ist das ganze Geblase hier? Denkt doch mal einer an die Kinder. Ah. So. Ricardo, der Leiter ist vorübergehend offline. Ich habe hier die Apollo-Schaltpläne vor mir. Sieht so aus, als könnten sie über den Turbinenschacht Zugang erhalten. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Echt da rein? Der Weg sollte jetzt frei sein. Beeilen Sie sich. Wenn Apollos Systeme überhitzen, werden Sie neu starten. Das wird knapp. Viel Glück. Hä? Ripley, Sie gehen immer tiefer in Apollo und Ihr Funksignal wird schwächer. Verbindung wird bald abbrechen. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Da unten werden so einige Hiwis auf Sie warten, Rip. Könnte gefährlich werden. Samuels hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffe. Ich muss es versuchen. Ich fand ihn schon immer recht nett für einen Syntheten. Ich auch. Wir gucken nochmal woanders, ob wir irgendwo Items finden. Bevor ich mich ins Getümmel stürze. Okay. Wir gucken nicht nach Items, weil es keine Items gibt.
Also stürzen wir uns ins Getümmel. Ich habe schon jetzt keine Lust. Vor allem da, weil halt das Wechseln der Waffen echt kacke ist. Ich wollte gerade sagen, ich höre es doch piepen. Das ist ja sehr nett vom Spiel. Was? Doch, ich wollte speichern. Ey. Warum steht es standardmäßig auf Nein? Wer hat das sich denn ausgedacht? Ich kann auch keine Mine bauen. Das Spiel ist echt geizig, was das angeht. Ricardo, der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Verdammt. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hören. Gasmaske. Ah ja. Gefährdungseindämmung freigegeben. Apollo bietet sie während der folgenden Ereignisse um Geduld. Gefährdungseindämmung derzeit auf Stufe Omega. Danke. Verkauft. Fleming? Etwas Verrücktes ist gerade passiert. Sevastopol ist vom Markt. Es gibt einen Käufer. Nur Wochen, bis der Laden komplett auseinandergenommen wird. Und auf einmal drehen die sich um 180 Grad. Nach all den endlosen Präsentationen und Touren sind die Verhandlungen wohl doch nicht auf Eis gelegt worden. Jemand im Firmenhauptquartier musste einfach nur mit den Fingern schnipsen. Wir haben soeben eine Bestätigungsnachricht erhalten und da Apollo gerade ein neues Betriebsregelwerk empfängt, ist der Vertrag wohl unter Dach und Fach. Kenntnis hier drüber nur auf Verwaltungsratsebene bei Bedarf, bis die Anteilsinhaber Bescheid wissen. Ziemliche Beförderung, wie? Ach, das ist immer schreckt. Na toll, ich sehe gar nichts. Alles gut. Ich habe ja alles ablegen müssen. Das habe ich vergessen. Ach, na toll. Nicht gut, dass er mich scheinbar nicht gesehen hat. Aber die wollen jetzt wirklich, dass ich an den Terminal gehe. Ich habe den Eindruck, das war keine so gute Idee.
Könnt versuchen, ihn zu rohrbomben. Sie sollten nicht hier sein. Okay, das hat mehr gebraucht, wie ich gedacht habe. Halt, kann noch bauen. Ah, da ist ja noch einer. Was ein schreckliches Chaos. Was machen Sie hier? Hups. Unterlassen Sie das. Das Piep. Oh. Das ist wirklich nicht nötig. Warum geht eigentlich meine Ripley nicht mehr aus der Hocke raus? Irgendwie hat die sich in der Hocke festgebackt. Okay, ich guck mal kurz. Ich wollte gerade die Pumpkin ausrüsten, bis mir eingefallen ist, man hat sie mir ja abgenommen. Ricardo, der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Verdammt. Ich brauche erstmal die Gasmaske. Finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. So, was habe ich denn auf der anderen Seite? Ah, ein Ausweis. Das Wasser. Sie sollten nicht hier sein. Das muss zum Kern führen. Ohne Strom läuft hier nichts. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich aber nicht so zu stören, dass ich nicht hier sein sollte, wa? Oh, das war zu dicht. Ups. Das ist echt gerade doof ohne Waffen und scheinbar wegen diesem Gummianzug stört es die mit dem Schocker auch nicht wirklich. Ricardo, der Haupteingang ist versperrt.